Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Thema Kunen Battle Pass bzw. den Herausforderungen. Ja, heute haben wir mal wieder eine einfache Herausforderung und zwar geht es darum, Pilze zu sammeln. Allerdings ist das eine seltene Herausforderung und gibt uns immerhin 70 Erfahrungspunkte. Wir brauchen allerdings auch nur 5 Pilze. Ich befinde mich mal wieder in der Nähe von ja, meiner Lieblingsbasis, die ist ja immer hier oben auf der Veilcheninsel. Und zwar bin ich hier in dem Quadranten E8. Hier oben fängt es an. Es kann eventuell auch sein, dass das so ein bisschen mehr nach oben noch spawnt oder ein bisschen mehr nach unten spawnt. Ich habe festgestellt, dass das ein bisschen unterschiedlich ist. Ich habe auch jetzt festgestellt, dass ich plötzlich 2 Bosse hier hatte. Einen Krokodilboss ungefähr hier oben. Und kurz davor oder kurz danach einen Wildschweinboss. Ich war sehr überrascht, ehrlich gesagt, weil ich die vorher noch nicht gesehen hatte. Also seid da ein wenig vorsichtig. Ansonsten ja, findet ihr hier die üblichen Sachen. Ihr findet Krokodile, ihr findet Tiere, die euch gar nichts tun, wie der Kleine hier hinter mir. Und ihr findet Wildschweine hier noch am Rand. Achso, und Vögel könnten euch auch begegnen, je nachdem, wo ihr hinlauft. Ja, jetzt habt ihr im Endeffekt nichts anderes noch zu tun, außer hier so ein bisschen rumzulaufen. Ich habe jetzt gesehen, da oben waren gerade auch noch Pilze, die dann einfach so ein bisschen einzusammeln. Und dann habt ihr schon die Herausforderung abgeschlossen. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schaut euch auch gerne meine weiteren Videos zum Thema Kunen Battle Pass an. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.